Ja, herzlich willkommen einmal mehr aus Belek. Ein Jahr ist vergangen, seitdem wir zum letzten Mal hier waren. Neben mir unser Cheftrainer Zorge Barisic. Danke, dass du noch kurz vor dem ersten Training, das eigentlich schon startet, zur Verfügung stehst. Alles geklappt am Tag der Anreise zu deiner Zufriedenheit? Ja, alles top, alles okay. Ist bis jetzt sehr gut organisiert, im Hotel eingecheckt, auch gegessen. Und jetzt haben wir so ein Training zum Reinkommen. Nachdem es hier in der Türkei klimatisch natürlich ein bisschen besser ist als in Österreich, hast du natürlich herbeigesehnt gute Rasenplätze. Du kennst diesen Platz sehr gut, das weiß ich, da warst du selbst als Cheftrainer vor 8 Jahren im Einsatz. Die Erwartungen erfüllt? Ja, definitiv. Ganz wichtig natürlich und vor allem, wenn man auf Trainingslager ist, dass man sehr gute Plätze zur Verfügung bekommt und das haben wir mit diesem Platz hier, das ist in einem Top-Zustand und da macht das Training dann umso mehr Freude. Kurze Frage noch, heute ein langer Tag, wir sind relativ zeitig in der Früh vom Allianz-Stadion zum Flughafen, beziehungsweise einige Spieler dann direkt zum Flughafen, Reise, einchecken und Co. Jetzt 18 Uhr Ortszeit, ich nehme an, es wird jetzt nicht das ganz harte Training heute werden, aber ab morgen geht es dann wahrscheinlich so richtig los. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, das ist eine Trainingseinheit, wo man ein bisschen im Bereich Beweglichkeit jetzt was macht, damit man reinkommt und damit man sich akklimatisieren. Und es ist mit Sicherheit jetzt nicht das intensive Training, was sich vielleicht andere vorstellen. Und letzte Frage, übermorgen schon das erste Testspiel gegen einen Gegner aus der polnischen Extraklasse, aus der ersten Liga. Letztes Jahr haben wir auch zweimal gegen Polen gespielt, ich glaube nicht gewonnen. Ich weiß, Ergebnis wirst du sagen zweitrangig, aber was erwartest du dir trotzdem von diesem ersten internationalen Testspiel vor der Rückrunde früher Saison 23? Ja, ich erwarte mir, dass wir jetzt nicht im bestmöglichen Zustand sind, was den psychischen und physischen Bereich betrifft, aber ich erwarte mir trotzdem eine Mannschaft, die mit einer guten Energie in das Spiel reingeht und hoffe natürlich, dass wir einige Dinge auch umsetzen können und dass wir uns halt auch stetig verbessern werden. Aber wie gesagt, jetzt, du hast es eh schon erwähnt, also Ergebnis ist mir jetzt nicht so wichtig, wobei, ich darf es natürlich nicht laut sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch Freundschaftsspiel, Testspiel, egal, es ist einfach so, dass wir das unbedingt gewinnen wollen, aber trotzdem stehen andere Dinge für mich im Mittelpunkt. Allerletzte Frage, weil die grüßt man sicher auch. Zwei Burschen fehlen ja noch mit dem Nick Kühn und dem Marko Djakovic. Die hat's ein bisschen kränklich erkrankt. Weiß man schon, wann sie nachkommen oder von Tag zu Tag? Ja, leider sind beide ausgefallen wegen einer Grippe. Auch die gibt es noch heutzutage. Sollte man gar nicht glauben. Leider sind sie jetzt einige Tage ausgefallen und sie werden erst dann anreisen, wenn sie wirklich niemanden anstecken können. Es kann der Montag sein, es kann der Dienstag sein. Man wird sehen, wie der Verlauf dann ist, um dann die Spieler in der Türkei begrüßen zu dürfen. Also vielen Dank für die Informationen. Wir freuen uns, dich öfter hoffentlich hier vor der Kamera begrüßen zu dürfen. Gutes erstes Training, vor allem verletzungsfrei. Ja. Sowohl Trainer als auch Spieler. Ja, danke. Danke, ja, danke. Freut mich nämlich sehr, unser relativ neuer Geschäftsführer Sport, Markus, von allen genannt Mekki Katzer. Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder bei einem Rapid-Trainingslager vor Ort. Wann war es das letzte Mal und wo? Erinnerst du dich noch? Also in der Türkei muss 2013 im Winter gewesen sein, aber welches Hotel? Ich war bei so vielen Trainingslagern mittlerweile in der Türkei, somit kann ich es gar nicht sagen, aber auch in dem Hotel, wo wir jetzt sind, war ich auch schon mal, aber wann weiß ich nicht mehr. Mekki, du wurdest am 5. Jänner sozusagen offiziell im Rahmen einer großen Pressekonferenz präsentiert, hast am Vortag auch schon gearbeitet. Trotzdem ist es noch eine sehr neue Aufgabe, etwas mehr als eine Woche. Wir haben uns lustigerweise immer wieder gesehen, aber du bist herumgeschossen, Termine am Handy. Gib uns ein bisschen Einblick, wie ist so die erste Woche, die ersten 10 Tage für dich gelaufen? Ja, es ist viel zu tun natürlich, ist eh klar, auch relativ stressig natürlich, aber es macht riesen Spaß, es ist viele Gespräche zu führen, mit dem Trainerteam, ein bisschen einen Einblick zu bekommen mit den Spielern. Ich habe es eh schon immer wieder auch gesagt in den Medien, es gibt ein paar wichtige Themen, die muss man angehen, auch ein paar Verlängerungen von Spielern. Da ist natürlich der Hauptfokus drauf, jetzt haben wir auch zwei verletzte Spieler auf der rechten Seite, da muss man auch den Markt ein bisschen sondieren. Ja, das sind die Aufgaben, die ich momentan erledige und jeder Tag macht Spaß.
Jetzt, weil weißt du, bist du in dem Fall dann wahrscheinlich wie jeder Geschäftsführer Sport oder Sportdirektor, der legt nicht über ungelegte Eier. Darum frage ich dich gar nicht, wie es ausschaut mit Verlängerungen, Wasserstandsmeldungen oder ob noch wer kommt oder geht. Wie dann üblich wird es eh vermeldet, so es so sein soll. Aber was du sicher schon beurteilen kannst, ist ein bisschen, wie, so die, wie du die Atmosphäre wahrnimmst. Jetzt gerade bei der Profimannschaft, wo ja auch viele Spieler aus der zweiten Reihe, hört sich so abwertend an, aber aus der zweiten Mannschaft jetzt auch wieder dabei sind. Ist das so, wie du das vorgestellt hast oder noch Verbesserungsbedarf oder so, vielleicht sogar besser? Ja, die Stimmung ist herausragend. Ich will nicht sagen besser, als ich mir vorgestellt habe. Ich sage einfach ideal aktuell. Erstes Freundschaftsspiel, auch wenn man es nicht überbewerten darf, gegen Donaufeld war richtig gut. Auch das Ergebnis war richtig gut. Stimmung ist top. Die Verhältnisse da jetzt am Trainingslager sind top. Die jungen Spieler haben sehr gut gemacht beim Testspiel. Gerade Beilitz hat einfach richtig gut gespielt. Hat es jetzt auch verdient, dass er mitfährt aufs Trainingslager. Also ich bin sehr, sehr positiv und freue mich auf die nächsten Tage und auch auf die Spiele, die natürlich dann schon ein bisschen richtungsweisender sein werden. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und generell, wie fühlt es sich nach fast einem Jahrzehnt so jetzt wieder mit diesem Wappen auf der Brust seine Arbeit verrichten zu können? War schon was, wo du vielleicht ein bisschen davon geträumt hast? Ja, davon geträumt? Das ist schwierig zu sagen, weil ich natürlich auch viel beschäftigt war mit anderen Dingen. Klar war es immer mein Ziel, zurückzukommen. Dass das jetzt so passiert ist und dass es jetzt so schnell gegangen ist, ist wunderschön, muss ich schon sagen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, jeden Tag für den Verein arbeiten zu dürfen und der Aufgabe nachzugehen, macht wirklich riesen Spaß und ich habe ein richtig gutes Gefühl und ich weiß auch, dass es richtig gut wird. Das war eigentlich recht interessant zu beobachten, wie die Verpflichtung bekannt gegeben worden ist. Da haben viele so reagiert, es ist ja schon wieder da. Ist wahrscheinlich auch ein Kompliment, weil du immer mit Rapid verbunden wurdest, aber du warst ja fast ein Jahrzehnt weg. Du hast dann auch noch ein bisschen gespielt. Wie würdest du jetzt einschätzen im Nachhinein, wie wichtig waren jetzt auch die Erfahrungen, die du dann am Anfang neben der Spielerkarriere und dann halt solo auch machen hast können? Du warst, was viele vielleicht gar nicht wissen, auch im Spielerberatersektor tätig, dann bei der Wiener, glaube ich, so ziemlich alles gemacht, was es im Sportmanagement gibt. Kannst du das vielleicht auch noch kurz schildern? Naja, also damals in dem Moment, wo ich gehen habe müssen, 2013, hätte ich mir gedacht, okay, wäre gut, wenn ich beim Verein bleibe. Im Nachhinein gesehen ist mir immer gescheiter. Ich glaube, das war einfach eine wichtige Zeit, gerade auch als Spielerberater und dann als Sportchef von der Wiener, da mit den einen Verein aufzubauen und dann von Liga zu Liga aufzusteigen bis in die zweite Liga, diese Erfahrungen zu sammeln, ein bisschen weg von Rapid zu sein, das hat sicher nicht geschadet. Das hilft mir jetzt. Und zum anderen kann ich sagen, es fühlt sich eigentlich an, als wäre ich nie weg gewesen jetzt. So dazwischen, wenn ich in die Kabine reinspaziere, die Leute alle sehe. Also es ist ein richtig gutes Gefühl. Ich muss echt sagen, auch wenn es irgendwie eine Floskel ist, aber es ist echt ein Gefühl, nach Hause kommen zu sein. Ja. Sag ich mal, vielen Dank, Mäcki. Weißt du, wirst jetzt gerade die erste Einheit, auch wenn da heute noch nicht so zur Sache gehen, jetzt einmal in Ruhe anschauen. Und hast ja schon versprochen, dass wir uns öfter hier sehen, hören. Hoffentlich oder vielleicht auch mit der ein oder anderen Neuigkeit. Wir sind ja bis inklusive 25. Jänner, da ist der Rückreisetag da und du natürlich mit uns. Genau. Pflichtprogramm. Vielen Dank und bis bald, wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen. Da haben wir nämlich das erste Testspiel gegen einen polnischen Erstligisten. Genau. Gerne.